Euch vorhin zu beobachten war schön. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast. Hatte ich nicht erwartet. Ach. Bruder, das ergab sich so. Weißt du, ich hatte viel Zeit nachzudenken. Nicole ist echt super, ja? Dann nimm doch mein scheiß Fahrrad. Bitte, ich schenke es dir. Ich will dein verdammtes Rad nicht haben. Ich will, dass du den beschissenen Lappen in die Hand nimmst und hier sauber machst. Die Bude kannst du im nächsten Jahr schön alleine sauber machen. Aber dafür schenke ich dir meinen Laptop, meine Schallplatten und meine Anlage. Kannst du alles haben. Hey. Leon. Das ist das Mädchenklo. Ich weiß. Was machst du hier? Das gefällt mir. Was soll das? Dein scheiß Ernst? Findest du das lustig? Was ist dein Problem, Leon? Du schreibst mir, lass uns ficken, trittst mir dann in die Eier. Was ist das für ein Scheißspiel? Aber Mama wird immer zu ihm halten. Das hat sie auch damals, als ich gegangen bin. Ja, vielleicht hättest du mehr dagegen tun sollen, statt einfach abzuhauen. Ja, du hast mich mit den beiden alleine gelassen. Emma, ich kann dir nicht helfen, den Typen aus dem Haus zu ekeln. Mann, sie ist erwachsen. Es ist ihre Entscheidung, wenn sie mit ihm zusammen sein will. Es hat auch mit mir zu tun. Ich bin ihre Tochter. Alter, der ist nicht ganz richtig. Hey! Mann! Beruhig dich. Wie kommst du drauf? Und wer bist du? Dich erschieße ich als letztes. Du bist ein verfickter Psycho. Hör auf! Halt deine Schnauze. Wozu? Du bist nicht das Gesetz. Du bist nicht nur ein Mensch. Du bist ein Mörder. Siehst du nicht, dass es mir beschissen geht? Du checkst echt nichts mehr. Und ich dachte, unsere Freundschaft würde auch nach der Uni bestehen. Wusstet ihr, dass Trauer auf Frauen aphrodisierend wirkt? Was? Ja, kein Scheiß. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Man soll auch als Mann, wenn man eine Frau ins Bett kriegen möchte, lieber von verstorbenen Hundewelpen erzählen, als den Clown zu machen. Das ist faszinierend, oder nicht? Ich meine jetzt, in eurem Fall jetzt zum Beispiel, wenn ihr gewisse Regungen verspürt und euch schuldig fühlt dafür oder so, dann lasst euch gesagt sein, das ist ganz normal und natürlich. Und wenn es da in irgendeiner Form Druck abzubauen gibt, Mädels, dann bin ich für euch da. Naja, ihr kommt mir vor wie so ein verliebtes Paar. Verstehe. Also mal ehrlich, du kannst es mir ruhig sagen. Gib's einfach zu. Du solltest es mir sagen, verstehst du? Ich weiß, dass du bei uns zu Hause geschlafen hast. Bruder. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Spiel, machten uns auf diese Reise, doch wir kamen nie ans Ziel.